So, bist du fertig? Nee, ich will nicht. Ach, jetzt stell dich nicht so an. Ach komm, vor der Kamera ist doof. Aber wir haben das jetzt so geplant. Jetzt zieh dich nicht so. Gib dir einen Ruck. Ja, gut. Das ist doch für die Gemeinde. Sehe ich denn halbwegs akzeptabel aus? Ja. Okay. Gut. Okay. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen hier in unserer Kirche an der Emilstraße. Es ist schön, Sie alle wieder zu sehen. Es war ja eine lange Pause. Leider müssen wir zu Ihrer und unserer Sicherheit noch einige Verhaltensvorschriften einhalten. Damit Ihnen das leichter fällt, haben wir uns gedacht, Sie kennen das aus dem Flugzeug, wir machen ein kurzes Video dazu. Hier kommen also unsere Sicherheitsanweisungen. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Es beginnt damit, dass Sie sowohl vor der Kirche als auch in der Kirche einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen Personen halten, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den richtigen Abstand eingehalten haben, stellen Sie sich bitte vor, Sie wären wie jeden Sonntag mit Ihrem Wischmopp vor der Kirche. Der Besucher vor Ihnen trödelt und Sie möchten ihn mit Ihrem Wischmopp darauf aufmerksam machen, dass er zu langsam ist. Wenn Sie ihn erreichen, sind Sie zu nah. Treten Sie dann etwas zurück und motivieren Sie ihn auf andere Weise. Vor dem Betreten der Kirche ziehen Sie bitte den Mund-Nasen-Schutz über. Bitte achten Sie auf die korrekte Handhabung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Sollten Sie keinen Mund-Nasen-Schutz dabei haben, können Sie einen aus unserer Kollektion von Annick Orlisch bei uns erwerben. Die Kirche betreten Sie bitte durch die rechte Tür und verlassen Sie später durch die andere rechte Tür. Sie werden feststellen, wenn Sie in der Kirche sind, ist die rechte Tür die andere. Biblisch gesprochen, halten Sie sich einfach auf dem rechten Weg und folgen den Geboten. In der Kirche finden Sie an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, Ihre Hände zu desinfizieren. Bitte machen Sie davon reichlich Gebrauch. Im Foyer angekommen, müssen Sie sich eintragen. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und eine Telefonnummer ein. Unterschreiben Sie das Ganze. Sie erlauben uns damit, Ihre Angaben für eine Überprüfung durch die Behörden aufzubewahren. Außerdem bestellen Sie damit einen Kühlschrank, den wir etwa Weihnachten liefern werden. Bitte gehen Sie dann zügig unter Einhaltung des Abstandes an Ihren Platz. Für Ehepaar oder andere Begleitpersonen haben wir auch einige Stühle paarweise gestellt. An Ihrem Platz angekommen, dürfen Sie den Mund-Nasen-Schutz ablegen. Sobald Sie Texte mitsprechen oder falls Sie laut schnarchen, müssen Sie ihn wieder anlegen. Wir bitten Sie, während der ganzen Zeit Ihre elektronischen Geräte stumm zu schalten oder in den Flugmodus zu versetzen. Bitte rauchen Sie nicht und verzichten Sie auf den Verzehr von Speisen und Getränken. Unter Ihren Sitzen finden Sie keine Schwimmwesten, denn ein Absturz unserer Kirche über dem Meer ist ziemlich ausgeschlossen. Allerdings könnten Sie Glück haben und ein altes Konfirmandenkaugummi unter Ihrem Sitz finden. Das können Sie gerne für einen kleinen Snack zwischendurch nutzen. Nach Gebrauch kleben Sie es bitte wieder zurück unter den Stuhl. Bei allen anderen Notfällen ist die Einbahnstraßenregelung außer Kraft gesetzt. Folgen Sie dann bitte den Anweisungen unseres Küsters und den diensthabenden Presbytern und verlassen Sie die Kirche ruhig und ohne Panik durch alle Türen. Der gesamte Flug ist für Sie natürlich völlig kostenlos. Wir bitten Sie dennoch am Ausgang, Ihre Geldbörse zu zucken, denn wir sammeln für zwei getrennte Spendenzwecke. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Küster oder unser Presbyterium.
Bitte vergessen Sie am Ende des Gottesdienstes nicht Ihren Wischmopp. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen gesegneten Gottesdienst.